Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warhammer 40k Space Marine. Wir sind in Level 7 oder so, Herz der Finsternis, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren. So, und eigentlich wollte ich das halt gar nicht aufnehmen. Ich wollte gerade Warcraft 2 aufnehmen, aber irgendwie ist mein Image abhanden gekommen. Das ist natürlich super, weil, ja, da hatte ich viel mehr Bock drauf. Da hat es schon wieder Orks. Das Muni. Okay. Ich habe mal die Geräusche nochmal runtergedreht. Ich hoffe, man hört mich diesmal richtig. Wenn es eine Dreistigkeit für das Game ist. Da geht's auch nicht lang. Da geht's nicht lang, dann geht's ja irgendwie lang. So, wir schnetzeln wie gewohnt ein paar Goblins, die wie gewohnt ungefährlich sind. Chargen schon mal, falls hier gleich was kommt. Was nicht der Fall ist anscheinend. Aber wir chargen trotzdem. Ihr könnt es uns leisten. Brauchen wir überhaupt Muni? Scheiß drauf, wir nehmen das einfach mal. Konnten wir schon immer 5 Granaten nehmen? Ich weiß es gar nicht mehr, aber mir war selbst wenn es nur 4 waren. Aha, nochmal Muni. Okay. Axt. Und die anderen Sachen alle da. Schön. Energieaxt gegen Energieaxt tauschen. Wollen wir das wirklich machen? Na komm, wir tauschen die mal. Wollen wir nochmal tauschen? Ach nee, jetzt haben wir wieder die alte. Dann tauschen wir nochmal. Okay, das hat jetzt viel gebracht. So kann man Zeit überbrücken. Und ein Fotzenviech. Komm her, Fotzenviech. Wow. Ich hab ihn gefickt. Die werde ich jetzt auch alles verficken. Mit der coolen Axt. Und. So. Zack. Ich bin nochmal gespannt, wie lang das Spiel jetzt wirklich ist. Weil mir wurde gesagt, 16 Level, wir sind anscheinend im 7. Das wäre richtig kurz. Weil mir auch gesagt wurde, dass man wohl mindestens 10 Stunden spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 9 Parts 10 Stunden sind. Nee. Etwa 4 Stunden müssten es sein. Ist aber auch nicht. Aber wir werden sehen. Ich meine, wenn man sein spielt, dann muss man da mal spekulieren. Wer mein Two Girls Let's Play gesehen hat, der weiß ja, wie schnell so ein Spiel zu Ende sein kann. Also, das Ende war ziemlich fix, muss man sagen. Dafür, dass davor alles in die Länge gezogen war. Kurz geplant. Zack, du bist tot. Ja, die schnappen wir auch noch. Zack. Haben wir ihn halbiert? Ich hab's nicht gesehen, weil wieder was im Weg stand. Ich glaube ja. Wir machen alles kaputt. Die haben das voll überlebt, was gar nicht sein darf, weil die Axt einfach mal Ärsche fickt. Ohne Ende. Oh fuck, das ist eigentlich gut. Execute mitten in der Gruppe. So, jetzt brauchen wir nochmal einen Execute, damit wir nicht sterben. Und bestenfalls nehmen wir ihn noch. Und zack, dann werden wir wieder voll. Nein, wir sind nicht mehr voll. Dann nehmen wir dich noch. Fuck, falsche Taste. Naja, egal. Er war aber der letzte. Die Musik ist auch cool. Neger-Buschtrommeln. Afrikanische Buschtrommeln, nicht Neger. Das darf ich Ihnen in meiner Freizeit sagen. Zack, du bist tot. Wobei ich ja in unserer Klasse den Juan Carlos, der ist ja kein richtiger Afrikaner, aber den nenne ich ja lieber Schokobär. Der mag das. Also warum nicht? Warum nicht? Ja, mal gucken, ob es hier hinten was gibt. Ich meine, wenn schon so ein Weg hier oben lang führt. Wenn hier ein Weg lang führt, dann gibt es hier natürlich nichts. Cool. Das ist nicht viel. Dann rennen wir wieder zurück und gucken mal, was wir da hinten finden. Da ist immerhin schon wieder so eine Stahlfaust. Die könnte man sich auch ordentlich in den Arsch schieben.
Aber das machen wir nicht. Wir gehen einfach hier hin. Uni. Menschen zu retten! Du willst was Maul, hab ich gehört. Einer. Als wenn ein so ein Boy mich aufhalten kann. So, wir nehmen die Kiste mal mit. Warum auch nicht? Wir können uns das leisten. Und irgendwie mag ich die Plasma-Pistole. Das ist irgendwie so ein, bis jetzt meine Lieblingswaffe. Fuck. Das war fies. Natürlich meine Lieblingswaffe von den Schusswaffen. Ansonsten finde ich den Nahkampf um einiges cooler. Auf. Stinkbomben. Ja, wie? Da muss ja, wenn man auf schwer spielt, 10 Millionen mal mehr Feinde geben, so viel Muni wie hier rumliegt. Wir gehen jetzt davon aus, dass ich für den hier 5 Granaten verballere. Hier hinten auch nichts. Muss ich einfach so ein bisschen umgucken, falls es irgendwas Verstecktes gibt. Hier so einen komischen Audio-Kack. Kann ja sein. Ich wette, mit der Axt könnte man sich auch durch diese Stangen durchprügeln. Wenn es realistisch wäre. Musikänderung. Heißt meistens nichts Gutes. Ja, hier müssen wir runterspringen, denn werden sie wahrscheinlich von allen Seiten kommen und versuchen uns zu rapen. Das war fast klar. Oh, die Stärkeren. Aber die sind ja mit dieser Axt kein Problem. Die Axt cool ist. Eieiei, wir kriegen aber gerade ordentlich Damage. Oh fuck, ich brauch Leben. Nur wo kriege ich das jetzt? Ich habe ja leider nichts am Leben gelassen. Das macht sich auch immer kacke. Wenn zwei ineinander stehen, dann trifft man meistens einen mit der Axt. Dann trifft man meistens beide mit der Axt. Und das muss jetzt einfach mal sein. Dann versuchen wir mal, uns ein bisschen auf Abstand zu bringen. Ah, das war ja, das war echt das Beste bis jetzt. Also, ich habe die Sprengstoff zwar nicht gesehen, aber man sollte wahrscheinlich nicht reinhauen. Mal gucken, dass wir kurz überleben, damit ich das Schild wieder recharge. Da ist ein roter. Finde ich auch nicht geil. Ah, spreng doch. Ich wollte nicht sprengen. Irgendwie ist das manchmal ein bisschen komisch mit dem Sprengen. Das war auch wieder super. Oh fuck, wer ist er denn? Noch ein Hit und ich bin Matsch. Und da ist der Hit. Ich sehe ihn. Oh, ich hab schon. Na. Das war fies. Wo kam der denn her? Wo kam der her? Das ist nur eine Scheiße. Der kann doch nicht einfach so da sein, Mann. Das kann doch nicht. So, wo sind wir wieder? Warum hat er gerade einen Mauscursor? Ach, wir sind gleich hier. Ach, fuck, ich hab. Ich vergesse jedes Mal dieses gelbe Zeug dazu benutzen, wenn wir schon diesen komischen Balken haben. Spreng! Manchmal sprengt er irgendwie nicht. Die Steuerung dafür ist ein bisschen ungünstig gelungen, muss ich sagen. Oder das ist mit Absicht so und ich verstehe die Waffen nur nicht. Ja, ihr habt so gewollt, jetzt nehme ich das Ding. Das ist eine Granate. Das habe ich das vergessen. Ich will mal eine Woche nicht nennen, weil man nicht mehr eine Granate schmeißt.
wir alle tot. Kann man hier irgendwo die Kacke nachlesen? Anscheinend nicht. Okay. Option. Das bleibt ja nur noch. Ja. F. Nee, das ist hier das Ding. Mir war so, als wenn das auf G war. Also andere macht irgendwie auch keinen Sinn. Habe ich jetzt die Fabs. Nee, ich habe die Aufnahme nicht ausgemacht. Das wäre auch ziemlich schade gewesen. Das muss doch hier irgendwo stehen. Energiehammer. Aha. Den hätte ich ganz gerne mal. Ich glaube nämlich, der ist ein bisschen besser als die Axt. Jedenfalls vom Aussehen. Ja, gehen wir einfach weiter. Jetzt ist mir wieder eingefallen, wie es geht. Das kommt manchmal einfach so, dann ist es weg und dann fällt es mir wieder ein. Ist auf Q. Na, es war fail. Sniper ohne Zoom ist gut, damit ballert man die roten Flashes weg. Vielleicht doch nicht. So ist der große von mir. Jetzt ist die Zeit für den Kampf. Ich habe den Execute wieder mal super gesehen. Schnapp ihn dir schnell. Auf Leben. Ist das der letzte? Ich glaube, das ist der letzte. Dann können wir den auch mal in Ruhe executen. Mit der Axt ins Kopf schieben. So macht man das. Jedenfalls als Space Marine. Ich würde es natürlich... Doch, ich würde es wahrscheinlich auch machen, wenn ich so eine Axt hätte. Warum nicht? Ja, das war schwer zu ahnen. Ich hatte recht. Seit Tagen habe ich das Signal hinter der Sonne verfolgt. Transmechanikus erster Klasse Alaric habe ich nichts gesagt. Ich wollte mich nicht lächerlich machen. Und heute hörte ich Stimmen. Das Signal ist eine Ork-Flotte auf dem Weg nach Graja. Dann habe ich es Alaric gesagt. Ihr hättet das Entsetzen in seinem Gesicht sehen sollen. Hätte er mir vor einer Woche geglaubt, hätten wir mehr Vorlaufzeit gehabt. Er hatte Unrecht, ich hatte Recht. Endlich. Okay. Okay, wenn du so sagst, dass du Recht hattest, dann glaube ich dir erstmal. Ich würde jetzt gerne mal meinen Squad wiederfinden. Ich mag die nämlich. Oh. Mistviecher. Na kommt. Natürlich kommen die nicht. Wir haben gelernt, wenn so ein Ding an einem dran ist, dann ist das ungut. So wie jetzt. Das war... Geil! Das ist doch schwul, wenn die von oben kommen. Was soll ich da machen? Wie soll ich da was gegen unternehmen? Wow. Oh, ich hab eine Axt, du Idiot. Da bringt dir dein Schild nicht viel. Doch, du kannst mich mit deinem Schild natürlich direkt mal ficken. Dann ziehst du mir direkt mal wieder Leben ab. Ich hab Angst vor den komischen explodierenden Teilen. Die sind böse. Bösi, bösi. Ah, Waffe, Waffe. Adeptus Astartes. Melter. Okay. Was kann der?
Der Vulkansturm Schema Meldra feuert molekular angeregte Hitze über kurze Entfernung. Diese Schusskraft geht auf Kosten geringer Munitionsvorräte und einer langen Nachladezeit zwischen den Schüssen. Ja. Selbst hier ehren die Tech-Priester ihren Maschinengott. Jetzt haben wir jetzt im Prinzip einen Flammenwerfer des Todes, der einen fetten Strahl abfeuert und dann erstmal nutzlos ist. Das heißt, wir sammeln erstmal ein paar Gegner, würde ich sagen. Das war schön. Haben wir die denn mal? Das wäre natürlich cool, wenn wir den jetzt für immer haben. Am besten mit unendlich Muni, aber der hat anscheinend keine unendliche. Ich denke mal, es wäre unfair. Schnell wieder schief. So, hier. Immer schön in den Kopf. Aber wir sind großer. Wow, auch One-Hit. Das ist cool. Ich wusste gar nicht, dass es einen Melter gibt. Dann gibt es die wahrscheinlich nur im Singleplayer und nicht im Multiplayer. Ich denke mal, es wäre auch irgendwie ein bisschen... Wenn das hier alles One-Hit macht, dann wäre es wahrscheinlich im Multiplayer genauso. Das wäre dann wahrscheinlich nicht so cool. Dann rennen alle damit rum. Obwohl, das wäre doch cool. Wenn alle dieselbe Waffe benutzen, sich One-Hitten. Insta-Gip über UT. Okay. Das ist so ein Kopfding. Was holen wir uns? Würde ich sagen. Ja, holen wir uns das? Wir holen uns das. Wir haben fast keine sterile Kleidung mehr. Ich habe die Brandopfer noch nicht behandelt. Das können sie nicht. Geben sie ihnen Schmerzmittel. Das war's. Ich bin ein Magos Biologis. Keine Wunde und kein Leid ist unheilbar. Aber das ist eine Notsituation. Beobachten, analysieren und entscheiden, wen wir retten können. Das war ja nicht so interessant. Ich bin ein Magos Biologis. Ich kann das. Aha, große Tür. Große leuchtende Tür. Langer Gang. Langer verdächtiger Gang. Speichern vor langen verdächtigen Gang. Noch verdächtiger. Nichts passiert. Oh, große Halle voller Orks. Das ist natürlich was Neues. Ja, Neues. Sie rennen weg. Das ist natürlich geil. Hier bleiben. Fuck, falsche Waffe. Die wollte ich. So, vielleicht hat damit jetzt noch was gekillt. Vielleicht noch nicht. Was willst du denn von mir?